So, heute gibt es mal wieder einen kleinen Vlog. Es ist 14.50 Uhr, bin eigentlich vor einer Stunde aufgestanden. Ich hatte Nachtschicht, habe mir jetzt erstmal zwei Brötchen in den Ofen geschmissen. Und die wollte ich jetzt noch schnell chillig wegessen. Und dann wollte ich mal zu meinen Kollegen fahren. Und zwar, also, wo fange ich denn an? Also einige von euch waren vielleicht schon mal in einer Lasertag-Halle oder haben Paintball gespielt. Ich habe beides noch nicht gemacht. Und hatte so ein bisschen meine Vorurteile, hatte so ein bisschen gesagt immer, ja, Lasertag ist hier Paintball für Arme, weil Lasertag, da merkt man nichts. Und also Lasertag, habe ich immer gedacht, ist was für Kinder. Jetzt habe ich aber das Glück, dass ein Kollege von mir eine Lasertag-Halle hat und den habe ich letztens besucht und habe mir diese Halle mal angeguckt und war also echt erstaunt, was da so alles drin steckt und was da alles so möglich ist. Jetzt habe ich mir gedacht, für zumindest die Leute, die hier also im Umkreis Hannover, Hildesheim, Braunschweig so kommen, fahre ich da mal hin, stelle euch diese Halle vor, dass man sich auch ein bisschen selber vielleicht eine andere Ansicht von Lasertag hat. Und da fahre ich jetzt hin gleich und dann zeige ich euch die Halle mal, weil die haben auch so eine VR-Ecke. Die VR-Ecke finde ich sogar ein bisschen geiler. Ich zeige das ganze Ding da mal, die haben nämlich auch manchmal gute Aktionen. Ich werde euch gleich hier jetzt irgendwo im Bild mal die Insta-Seite einblenden von der Lasertag-Halle, weil für die Leute, die halt hier aus der Umgebung kommen, könnt ihr die gerne mal verfolgen. Die machen ab und zu auch mal Angebote und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt angekommen hier bei der E-Sport Arena. Warte. So, da ist der Eingang. So, hier haben wir die E-Sport Arena. Ich bin jetzt angekommen, wie gesagt, da gehen wir jetzt mal rein zu meinem Kollegen Haluk, der schon sehnsüchtig auf mich wartet. So, und wie gesagt, der hatte mir das ja letztens so gut erklärt. Und da bin ich dann auch so ein bisschen geflasht gewesen, weil, wie gesagt, man kann doch ein bisschen mehr machen als nur Laser auf Weste, Weste leuchtet und du bist raus. Also es ist schon noch ein bisschen mehr Action hier. Wie gesagt, das ist Haluk hier. Ja? Hallo Haluk. Wie gesagt, also wir fahren jetzt einmal hier hinten, wir wollen jetzt einmal mal ein bisschen so erklären für die Leute, die hier in der Nähe wohnen und vielleicht die Möglichkeit haben, auch hier mal herzukommen. Aber wir stratzen jetzt mal hier durch. Er wird uns wahrscheinlich jetzt mal Licht anmachen. Haluk, am besten da gleich anfangen, okay. Am besten bei den Westen. Ja, also wir haben somit das Neueste, was auf dem Markt ist. Wir haben die Westen von Helios Pro. Also wir haben 8-9 verschiedene Farben. Das heißt, wir können halt Teamspiele oder Einzelspiele machen bis zu 8 Gruppen. Was man halt an den Westen halt abschießen kann gegenüber den anderen, die jetzt zum Beispiel nur eine Stirn-Laser haben oder sonst irgendwas, ist bei uns halt so, dass man halt den Schulterbereich abschießen kann, den Bauchbereich abschießen kann, den Rückenbereich abschießen kann und natürlich zusätzlich auch den Phaser, den wir haben. Bei den Pistolen ist auf jeden Fall so, dass es mir letztens aufgefallen, dass die wirklich, also hier hat man richtig was in der Hand. Also die sind, was wiegt, weißt du das, was ungefähr so? Ich glaube 2,5 Kilo so komplett also, mit der Weste zusammen. Also die Dinger, da hat man, das ist wirklich, man hat nicht das Gefühl, dass man ein Spielzeug in der Hand hat. Nee. Also das ist wirklich, das ist schon mal das Erste, als ich hier reinkam, als ich mir die Dinger mal angeguckt habe, dachte ich mir so, okay, also das ist schon mal das Erste, wo ich dachte, dass es hier Kikifax ist es nicht. Also man muss schon so einen kleinen Bizeps sollte man auf jeden Fall mitbringen, wenn man herkommt, ne? Genau. So. Ich starte jetzt mal provisorisch kurz ein Spiel, damit ihr seht, dass auch die Westen halt komplett leuchten. Das wäre jetzt... Oha. Jetzt hört ihr natürlich schon den Sound drin. Oha. Ja, wir haben jetzt erstmal gerade hier den vollen Sound gehört. Also es ist auf jeden Fall mega laut. Die Lautstärke soll so sein, sonst gibt es kein Adrenalin. Also wenn es jetzt hier so ein bisschen leise umherdudelt nur, dann hat man gar nicht dieses Feeling. Also es muss schon richtig hier bollern. Also was wolltest du gerade nochmal sagen? Weil das hat man jetzt, glaube ich, gar nicht richtig so gehört. Was genau, also wir sind jetzt auch so auf dem Hightech angelangt, dass wir halt alles mit dem Handy steuern können. Wir können die Farben, die Gruppenfarben ändern. Wir haben sogar ein Happy Birthday Gimmick und sowas. Das heißt, wenn wir hier Geburtstagskinder machen haben, können wir einstellen, dass die Weste hier so ein Happy Birthday Lied singt und sowas. Ah, okay. Halt nochmal so ein kleines, lustiges Future, was wir haben. Es geht natürlich beim Lasertag um Punkte. Das heißt, der Bauchbereich, wenn man den abschießt, hat man 200 Punkte, Schulterbereich 50 Punkte. Der Rücken ist mit 100 Punkten gesetzt und der Phaser selber natürlich. Also der Rückenschuss, der so richtig abgefuckt aus dem Hinterhalt ist, der gibt am meisten Punkte, ja? Mit, ja. Bauchbereich ist natürlich 200. Was bringt die, wenn ich auf die Pistole schieße? 50 Punkte. 50 Punkte, ja, okay, genau. Das reicht nicht aus für einen Camper, da muss man schon eigentlich ein bisschen hochschrauben. Also wir haben gut, also Bauchdings ist 200, Rücken 100 und die anderen so ein bisschen 50er. 50er, ja. Okay, aber guckt euch das mal an, das sieht doch schon mal geil aus. Und wie gesagt, wir können hier die ganzen Farben einstellen, wenn es ein blaues Team, rotes Team und sowas alles, dass man dann auch schon sieht, wer da wo rumläuft.
Das nächste Geile, was das wird uns jetzt Hallo zeigen, ist erstmal drinnen der Bereich, weil ich hatte halt wie gesagt gedacht, dass der Raum hier sehr klein ist. Wir haben das jetzt natürlich jetzt erstmal noch hell beleuchtet. Warte, ich drehe erstmal noch zu mir. Also wir haben den Raum jetzt hier nochmal hell beleuchtet. Ich hoffe, man sieht uns ein bisschen. Das ist natürlich dann alles nachher aus und man sieht halt wirklich noch Laser. Das mache ich nachher nochmal ohne Ton. Da fahren wir dann hier mal ganz kurz mit der Kamera durch, wenn halt es wirklich so in Action beleuchtet ist. Nur jetzt haben wir mal helles Licht an, dass man hier vernünftig uns sehen kann und was erklären kann. So. Genau. Also wir haben dann halt diese zwei Eingangsbereiche, wenn man halt Team Deathmatch spielt oder auch wenn man 1 gegen 1 spielt. Damit nicht alle denselben Eingang nehmen, haben wir natürlich so ein bisschen zwei Eingänge. Wichtig ist halt nur nirgendwo draufsteigen oder sonst irgendwas. Das ist die erste Base, die da oben ist. Ah ja, genau, das ist das, was ich zeigen wollte. Das Wichtigste halt im Spiel selber ist nicht nur das untereinander abspielen oder abschießen oder deaktivieren, nennen wir es mal, sondern wenn man wirklich Punkte sammeln will, sind es die Basen. Davon haben wir 2 Stück in der Halle, eine hier vorne und eine da hinten. Und wenn man die zerstört, hat man auf Anhieb 2001 Punkt. Und da sieht man dann halt gleich, wer oben mit ist. Also ich muss euch einmal kurz reingrätschen. Für die Leute, die halt auch wirklich hier Call of Duty und sowas alles zocken. Also es gibt hier wirklich diese genau dieselben Modis gibt es hier auch mit Erobern, Fahne erobern oder Entschärfen. Das ist und genau, diese ganzen Sachen gibt es hier auch. Und das wusste ich halt alles nicht. Ne? Ich dachte wirklich, dass nur hier rumrennen und die Weste abschießen. Aber du hast so richtig Modis, dass du auch so einen Auftrag hast. Also wir haben über 60 verschiedene Varianten, die wir hier machen können. Und ja. Wie gesagt, da ist halt das, was ich halt geil finde, ist halt wirklich diese... dass du als Team wirklich zusammenarbeiten musst. Am besten jemand gibt dir Rückendeckung so. Genau. Rücken, 100 Punkte, wisst ihr, ne? dass man dann da irgendwie da hinten, da gehen wir gleich mal hin, dann haben wir diese Basis, die man zerstören kann und sowas alles. Wir haben knapp 50 Targets, nennen sich die, haben wir in der Halle verteilt. Das sind halt diese kleinen Dinger. Genau, und das sind jetzt, da kannst du so Sachen freischalten, ne? Genau. Was ich richtig geil finde. So. Da erzähl mal, was man damit alles freischalten kann. Und zwar haben wir so ja, unterschiedliche Spiele, so wie der Chris auch schon gesagt hat. Wir haben beispielsweise Team Deathmatch ganz normal. Da kriegst du, wenn die leuchten, halt Zusatzpunkte. Das heißt, man kriegt nicht nur die Punkte über die Basen, sondern halt, wenn man Glück hat, zwischen 100 und 2000, sogar bei den kleinen Targets. Wenn die leuchten. Und dann haben wir auch wiederum Spiele, das was halt der Chris eben gerade meinte, da kriegst du Zusatzfunktionen. Für die Waffe selber oder für die Weste. Genau, das ist geil. Beispielsweise, normalerweise ist jeder reguläre Schuss halt Schuss, Schuss, Schuss. Und wenn man Glück hat, kann man halt Schnellfeuerwaffe über die Targets halt... Also cheaten könnt ihr hier, ja, über die Dinger könnt cheaten. Und ihr könnt dann Dauerfeuer machen und was ich auch noch geil finde... Schnellfeuerwaffe, Geist, Schutzschild, genau, Geist ist das, was als kleines Beispiel bei Mario, wenn ihr da gegen diesen Stein umgesprungen seid und dann kam dieser Stern raus, wo ihr dann so durchzimmern könntet. Genau. Das habt ihr dann hier auch, kommt kein Stern raus, aber ihr seid dann, sag ich mal, ganz kurz unbesiegbar. Und dann könnt ihr mal richtig den Larry raushängen lassen, weil wenn ihr den dann habt, wie lange ist man unbesiegbar? Ungefähr 20, 30 Sekunden, oh, ja, aber das reicht. Ja, okay. 20, 30 Sekunden einmal komplett schreien und lang laufen und alles platt machen, was geht. Am besten von hinten, weil 100 Punkte, wisst ihr ja. Ne? Genau, und bei den Zusatzfunktionen ist es halt so, wenn man die einmal abgeschossen hat, hat man logischerweise auf dem kleinen Display, der auf dem Phaser drauf ist, sieht man natürlich, was für Futures man hat. Und die gehen dann, wie gesagt, unterschiedlich lang zwischen 20 Sekunden und ich glaube maximal eine Minute mit dem Schnellfeuerwaffe. Und wenn die weg sind, ist natürlich nicht vorbei, sondern man kann immer wieder irgendwelche Futures holen. Das ist halt ein Zufallsgenerator, der drin ist. Das heißt, wenn man hier einmal den Unbesiegbar-Modus hat mit dem Sternchen, heißt es beim nächsten Mal nicht, okay, ich komme wieder hierher und hol den nochmal oder ne, irgendwas. Dann kann man halt Teamzerstörer holen, man kann Geist, Schutzschild und. Also es gibt 15 verschiedene, glaube ich, Funktionen, die man hat. Und die kann man immer wieder in den 10 Minuten, die bei uns die Spiele laufen, kann man halt immer wieder neu generieren. Und das wird einem halt auf diesem kleinen Display oben angezeigt. Wie gesagt, diese Waffen stecken wirklich voll mit Technik. Wie gesagt, hier haben wir dann überall geile Effekte. Das ist halt das Future, was auch gegen die Camper ist. Gut, dass du dieses Stichwort genannt hast. Ja, siehste. Geplant hätten wir das. Ich bin nämlich selber Camper. Wenn ich spiele, bin ich der Camper. Der. So, was haben wir? Aber hier? Nur er. Ja. Ja, und da haben wir halt auch in der Halle 2 Minen angebracht, die halt autark für sich laufen. Die kann man auch nicht verändern, wenn man drauf schießt oder sonst irgendwas. Jetzt ist zum Beispiel eine hier oben. Ja, was passiert, wenn ich jetzt mit meiner Weste hier drunter durchlaufe? Wenn es, solange es orange leuchtet, ist es wie bei der Ampel, ist alles okay. Okay. Aber wenn es dann gleich eben gerade war, es eben gerade als du hingeleuchtet hast, wenn es rot leuchtet, leuchtet das dann halt immer schneller. Jetzt zum Beispiel aktiviert die Zerstörung. Okay. Jetzt geht es in den roten Bereich. Aha. Das heißt jetzt für alle, die hier spielen, nicht mehr campen. Ach so. Lieber Chris, also wenn das Ding leuchtet, dann wenn jetzt auf das Ding leuchtet, guck mal hin, ja. Zeig mal.
explodiert die Mine, ja, und alles, was im Sichtfeld ist, von 2-3 Metern ungefähr, ach, was, wird auch deaktiviert. Also so, ach so, also so, also ich kann mich jetzt hier nicht mal hier so schön ekliger hinstellen. Also weil ich bin dann immer noch im Sichtfeld, also ich muss außerhalb des Sichtfeldes sein. Also genau, ich muss dann schon dann hier, genau, so sein. Ah. Uff, genau. Das muss man natürlich wissen, muss man darauf achten. Und deswegen sage ich ja, wenn die Mucke hier laut ist und das Adrenalin wirklich so überall ist, dann achtest du nicht auf so eine Scheißdinger da oben. Ne? Weiter, dann haben wir halt noch so ein paar Futures hier mit dieser Alufolie. Das heißt, der eine, der da hinten steht, ach, was, ist ja, könnte natürlich über die Folie auch. Ja, aber ich könnte jetzt schießen, also auf dich jetzt hier so, wenn, gehen wir noch ein bisschen weiter hier in den toten Winkel rein. So, jetzt bist du, genau, jetzt wäre es so, dass ich dich jetzt hier so nicht sehe. Ne? Genau. Vor allem auf den, du, guck mal, du ich würdest mal erst dann da kommen. Und da könnte ich jetzt hier schon hin. Ah, geil, wenn du jetzt mit dem Rücken stehen würdest, hätte ich wieder 100 Punkte safe. Aber vielleicht, ey, hast du ja auch meinen Bauch getroffen. Ja, ist Bauch. Ja nicht zu klein. Das hast du jetzt gesagt. Nur eine kurze Info, wenn Elternteile da sind, die können dann bei uns in der Lobby vorne warten und, genau, können den Kindern sogar zugucken beim Spielen. Genau, das zeigen wir nachher auch nochmal extra, weil da habe ich, genau, auch nochmal so eine kleine Anmerkung, die ich geben wollte, was ich auch wieder nicht vorher wusste. Und bevor wir jetzt halt zur zweiten Base kommen, haben wir hier auf der rechten Seite noch einen, ja, Future. Das ist, genau. Was halt bei den Teamspielen oder bei halt den Exklusivspielen, die halt ein bisschen komplizierter sind, halt ein Future ist. Beispielsweise Chris wäre jetzt im blauen Team, ich wäre im roten Team. Und im Spiel leuchtet das jetzt natürlich. Das können wir nachher, genau, dann nochmal zeigen. Das machen wir nachher alles. Hier sind natürlich LED-Leisten. Das ist wirklich geil. Erstmal mal hier wieder so ein Teil, ne? So ein Target. Ja. So. Der quasi, wenn jetzt Chris im blauen Team ist beispielsweise und hier das Target, ja, das Gate aktiviert mit einem Schuss hier oben, dann leuchtet es in seiner Teamfarbe. Das heißt, das Ding würde jetzt komplett blau leuchten. Und ich als Roter dürfte hier dann nicht mehr durchlaufen, weil dann wäre ich auch deaktiv und der liebe Chris kriegt dann zusätzlich die Punkte. Naja, und bei den anderen Spielen ist es dann zusätzlich, beispielsweise, wir haben nur ein Spiel, wo man nur 20 Schuss hat. Das kann man entweder bei den eigenen Basen aufladen oder wenn man halt das Ding in seiner Teamfarbe aktiviert hat und hier durchlädt, dann hat man natürlich gleich wieder 20 Schuss und kann gleich weiter Attacke machen. Also das ist jetzt nicht so, wie ich dachte, wieder mal wie immer. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der diese Vorurteile hatte, aber ich glaube, es gibt trotzdem einige, die wirklich sagen, ja, Lasertag ist nichts für mich, das ist alles zu klein und es macht keinen Spaß. Doch, wirklich. Also wie gesagt, man kann das hier so sehen, wie groß das ist nicht klein. Knapp 500 Quadratmeter als Spielfläche. Also knapp 500 Quadratmeter Spielfläche. Wenn ich jetzt davon getroffen werde, wie viel habe ich dann Punkteabzug oder was? Keine Punkteabzug, aber dadurch, dass man das halt visuell vorher sieht, ist man 12 Sekunden deaktiv. Ach so. Also okay. Es geht ja auch um die Deaktivphasen beispielsweise. Jetzt das bedeutet, bei den Minen, kann nicht schießen dann? Genau, die Weste geht aus, du bist komplett deaktiv. Also Faust. Genau, dann geht es wieder. Wenn einer kommt, musst du dann einfach Attacke mal zuschlagen, ist egal. Auch wenn der Junge 10 ist, ist egal. Einfach mal reinhauen da, ne? Jetzt machen wir auf jeden Fall mal dieses Beat-Savern, weil dann, wenn ihr euch das so vorstellt, ihr kommt mit euren Mädels hierher, weil Männerabend muss ja nicht immer reiner Männerabend sein, man kann ja auch mit den Frauen, die kann man ja mit einpacken. Dann können die Frauen hier in aller Ruhe Beat-Savern, was ich jetzt mal zeigen werde, und die Männer können da drüben durchdrehen mit ihren Lasern und Dauerfeuer und in den Rücken 100 Punkte schießen und sowas alles. Ja. Hier sieht man Hallo, er sieht jetzt natürlich nichts, ne? Und da oben auf dem Monitor sieht man, was er jetzt gerade sieht, ne? Er stellt mir das jetzt ein. Also, willst du mal sagen, ne? Das heißt, oder machst du anders? Nee, das ist schon. Oha, alter Schwede. Jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. Und jetzt siehst du nicht, was vorne ist auf dem. Ja, genau. Mach mal die lange Hand lang, mach mal hier durch, bitte. Wir haben hier Tasten drauf. Die Tasten sind dann, wenn man jetzt mal wirklich hier irgendwelche Ballerspiele spielt oder irgendwelche. Jetzt habe ich das richtig in der Hand, ne? Genau, jetzt kann man ein bisschen so, ich stelle dich mal ein bisschen gerade. Mhm. Tuck zurück vielleicht noch. Mhm. Ja, perfekt. Das macht schon mehr Spaß als alles andere. Ich brauche kein. Ey, das ist ja. Wow, ein bisschen mal hinter dir.
Oh, meine Füße hier. Und dann Play. Ja, dann geht's auch gleich los, ne? Okay. Also links rot. Aber jetzt musst du nichts drücken, ne? Nein. Du musst jetzt in Pfeilrichtung schlagen. In Pfeilrichtung. Wie Pfeilrichtung? Naja, jetzt so. Rechts nach links, genau. Ach, jetzt, oh nein, das war rot. Jetzt bin ich drin, pass auf. Genau. Und wenn die Wände kommen, musst du zur Seite gehen ein bisschen. Wenn was kommt? Wenn die Wände auf dich kommen. Ach so. Da musst du auch zur Seite gehen, immer so einen leichten Schritt. Das war blau, scheiße, ich bin so doof. Kann sein, dass du dich gleich hinhocken musst und so. Jetzt hocken, hocken, genau. Hoch, zur Seite, genau. Und zur anderen Seite. Und schlag nicht vergessen. Was der Chris nicht weiß, das ist eine leichte Version. Die gibt es dann natürlich nochmal in Hart oder Experte. Und da bist du dann halt richtig am Fummeln, ne? Also richtig am Schleudern. Jetzt siehst du gleich. Jetzt kannst du auch gleich gucken, wie viel du verpasst hast. Ne? Jetzt musst du mich befreien. Jetzt kannst du die abhängen, beispielsweise so, und dann die Brille abnehmen. Ach so, alles klar. Also. Also wie gesagt, falls ihr aus dem Raum Hannover, Hildesheim, Braunschweig oder was auch immer woher kommt, oder ihr müsst ja auf jeden Fall mal herkommen, weil dieses VR, das macht schon Bock. Ihr könnt VR zocken, ihr könnt da drinnen zocken, ihr könnt da erst spielen und dann hier noch ein bisschen die Luft rauslassen. Ich hänge euch jetzt nochmal kurz ab. Danach muss man nicht gleich nach Hause fahren. Man kann auch hier noch einfach ein bisschen was trinken und essen. Essen sage ich jetzt so, hier gibt es keine Küche. Also wir haben hier alle Getränke soweit, was ihr haben wollt, was ihr haben möchtet. Ah, wir haben ja auf jeden Fall auch alkoholische Getränke, also man kann auch so, ne? Aber wie gesagt, don't drink and drive. Und dann kann man sich hier hinsetzen, gemütlich sitzen und was trinken. Und falls ihr Hunger habt und der Kollege, der natürlich den ersten Rückenschuss bekommen hat, der kann dann ausscheiden und raus und schon mal Pizzaboten anrufen. Denn hier könnt ihr dann euch das Essen herbestellen. Der Veranstalter bzw. der Besitzer hat da nichts gegen. Man kann sich also hier Pizza herbestellen, dann kann man hier essen, das Trinken dann am besten von hier verzehren und ja, wie gesagt, dann habt ihr einen richtig geilen Tag hier verbracht mit Lasertag, VR und Essen. Und das ist richtig geil und zwar haben wir hier, wie gesagt, kann man hier alles sehen, wo gerade was passiert, wo wer abgeht und wo wer verliert. So, haben wir das gesehen, kann man schön alles von hier beobachten. So, also dann war es das erstmal schon mal soweit mit dem Video. Wie gesagt, Instagram einfach mal verfolgen, die Jungs bzw. den Laden hier. Die machen oft, machen sie sich die Mühe für euch, Angebote rauszuhauen. Heute ist der 14. Aktuell, was gibt es da gerade so irgendwie Schönes? Momentan haben wir halt für diesen Monat, in der Woche haben wir die Aktion. Von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir eine Aktion von 15 bis 18 Uhr. All net flat, das heißt einmalig 10 Euro bezahlen und dann 3 Stunden lang könnt ihr hier austoben, wie ihr wollt. Für groß und klein, das heißt, es muss nicht immer eine Truppe sein. Wenn wir Glück haben, sind halt natürlich auch andere Gäste ist da hier. Ist da die VR da auch schon mit drin? All net flat? VR nicht, aber okay. Da haben wir dienstags haben wir da die Möglichkeit für unsere Member, weil wir haben ja auch diese Memberkarten, haben wir dienstags immer den VR-Bereich. Der geht dann all night long. Das heißt, wenn man anderthalb Stunden zum Beispiel spielt, bezahlt man nur eine Stunde. Also wie gesagt, wir haben hier immer ab und zu mal Angebote. Wie gesagt, deswegen haben wir jetzt das Datum gesagt, weil das Video wird natürlich online bleiben. Deswegen einfach verfolgen auf Instagram, dann seid ihr immer up to date mit den neuesten Angeboten. Ich gebe jetzt mal Hallo die Kamera ganz kurz, du musst die mal so halten, denn ich muss fertig machen. Das war auf jeden Fall das Video, der Vlog. Wahrscheinlich ein bisschen länger geworden als gedacht, aber mir ging es halt um die Erklärung, dass es hier vernünftig erklärt wird mit diesen ganzen Dauerfeuer und sowas alles. Ansonsten findet ihr links und rechts zwei weitere Videos und in der Mitte könnt ihr mich natürlich wie immer abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.